Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wieder mit dem Artefakt auf dem Weg zurück in den Tempel. Und mal gucken, was der gute Herr jetzt zu uns sagt. Herr und Meister. Maschte, so hast du. So, also. Der nächste Abschnitt des Mysteriums Xaxis ist ungeheuer schwierig. Ich habe den Rest des Rituals bisher noch nicht entschlüsselt. Hoffentlich macht ihr Fortschritt. Total. Ich hätte also Tetra-Artefakt. Ich werde erst gar nicht fragen, was ihr auf der Suche danach durchgemacht habt. Ich kenne die Verderbtheit der Fürsten von Oblivion nur zu gut. Seid ihr bereit, mir das Artefakt zu geben? Denkt daran. Beim Ritual wird seine physische Form verzehrt. Es wird viele Jahre lang in Tamriel nicht mehr gesehen werden. Ja, ist mir wurscht. Ah, Azuras Stern. Genauso schön, wie die Geschichten erzählen. So, was kann ich denn sonst noch machen? Ihr solltet mit Joffrey reden. Er braucht eure Hilfe. Ich glaube, in Romar gibt es Ärger. Husten und so. Joffrey, Romar, Ärger. Aber ich bin ja immer noch vampirisch vergiftet, oder nicht? Wo sehe ich denn das jetzt? Bestimmt da irgendwo. Ach, ich wusste ja nicht, wo ich das sehe. Genau, das war das Problem. Aber das ist ja doof, wenn ich das nie sehe. Ich muss das ja irgendwo mal sehen. Ich habe gerade von der Gräfin von Bruma erfahren, dass sich ein Oblivion-Tor vor der Stadt geöffnet hat. Es scheint, die mythische Morgenröte setzt ihren Angriffsplan auf Bruma in Gang. Ihr seid schon einmal mit diesen Toren fertig geworden, und darum möchte ich euch bitten, den Wachen der Gräfin dabei zu helfen, dieses Tor zu schließen. Sobald sie wissen, wie es geht, können sie sich allein um neue Tore kümmern. Okay. Hauptmann Burt wartet vor dem Stadttor von Bruma auf euch. Er wird euch das Oblivion-Tor zeigen, auch wenn ich kaum glaube, dass es schwer zu finden wäre. Alles klar, ist doch kein Problem, machen wir das. Ihr solltet euch sofort mit Hauptmann Burt treffen. Ich bin sofort weg. So. Und zwar, da machen wir doch natürlich eine Schnellreise. Karte. In die Stallungen, auf geht's. So. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Spontan. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben den Helden von Quatsch hier. Der Held von Quatsch. Und es war wohl völlig sinnlos, dass wir es das erste Mal ganz allein versucht haben. Wir sind bereit. Gebt den Befehl und wir folgen euch in das Tor, in diese Ausgeburt der Hölle. Ja, in Ordnung. Lasst mich kurz mit den Leuten reden. Im Moment sind alle ein wenig nervös. Ey, ihr habt coole Kittel, habt ihr an. In Ordnung, Jungs. Hört zu, wir müssen das Tor dort drüben schließen. Niemand geht gern dort hinein, aber das ist unsere Aufgabe. Huch. Und genau das werden wir jetzt tun. Wenn nicht, wird Bromar als rauchender Schutthaufen enden, so wie Quatsch. Und das wird hier nicht passieren. Nicht, solange ich der Hauptmann der Wache bin. Boah, Soren, ihr kommt mit mir. Hui, jetzt wird's aber draußen und tötet alles, was aus diesem Tor herauskommt. Unangenehm. Lasst uns diesen Missgeburten zeigen, dass wir hier in Bromar wissen, was eine Harke ist. Wir sind bei euch, Hauptmann. Missgeburten. Achtung. Wow. Wow, FPS, FPS, hallo. Hallo, meine lieben FPS. Da mache ich doch lieber mal speichern. So. Nicht, dass er mir gleich wieder abschmiert. So wie der schon rumlädt. Ah, jetzt er. So. Soweit so gut. Soweit so gut. Und nun? Lasst uns dafür sorgen, dass es diesen Schweinen leid tut, Bruma jemals in die Quere gekommen zu sein. Ja. Alles klar. Nichts.
Jesus. Au! Bäh. Au. Hier kommt noch einer. Hallo. Komm her. Na, da hast du jetzt blöd geschaut, ne? Das war jetzt... Hast du anders gedacht? Hä? What the? Hey, hier kommt noch einer. So, liebe Leute. Wo gehen wir denn hin? In den Turm? Sollen wir mal... In den Turm? Leute, komm, auf, in den Turm. Ich hab's Gefühl, der Weg ist nicht richtig. Der sieht ein wenig so Dead-End-mäßig aus. Da komm mal her, dann müssen wir halt dann über. So weit, so gut. So weit, so gut, du hast recht. Könnte aber noch besser laufen. Aufpassen! Komm her! Na, oh, ich laufe auch noch rein. Oh, oh, oh. Du, ne? Au! Au! Aufpassen! Wo? Ah, da. Ha, vorbei. Naja, hast du das gedacht? So, nichts Nützliches. Schade. Ja, dann, ihr Aufpassen. Lieben. Hier setzt es bestimmt. Ganz so schön weit, zu. So gut. Ja, hervorragend, so weit, so gut. Was ist denn das? Ey! Bist denn du? Achtung! Kann man nichts machen mit denen. Ups, upsie. Entschuldigung. Obacht. Ah! So. Hier war noch einer. Aufpassen. Na komm. Na komm. Ich würde gerne ein wenig schneller laufen können. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. So, in diese Richtung. Guck mal, was Neues. Oder ist das so ein Magier, oder? Das ist bestimmt so ein Magier. Aufpassen. Ich schleich nochmal weg. Düster und tiefer. Wie ist das Wertebefinden? Oh, ganz gut. Ganz gut eigentlich. Noch geht's mir ganz gut. Aber ich würde gerne danach jetzt. Würde es dann nochmal länger rummachen. Ah, schau mal, da ist einer. Und jetzt, warum? Dieser Ort gefällt mir nicht. Ich... Nein! Nein, das schaffen wir. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir von... Das schaut so verdammt gut aus. Gehen wir doch einfach mal da rein. So. So weit, so gut. Aufpassen. Hallo. Bei Fuß. Ich habe ja schon den Schlammkrapf. So, nu. Ich habe ihn. Hey. One hit. Yeah. Da nein, oder was? Hat's zerreißende Hallen. Bin immer gespannt. So weit, so gut. Ah, geht's hoch. Alles klar. Ich
Ich habe ihn. Meine Herren. Mal wegen locker bleiben, was ist denn das? Hm. So. Blutbrunnen. Da nein, vielleicht. Probieren wir es mal hier. Aha. So weit, so gut. Das sagst du jetzt ständig, oder? Zu mir. So weit, so gut. Und so. Puff. Hm. Das war also schon mal nicht der richtige Weg. Muss ja irgendwie da hoch wahrscheinlich wieder. So weit, so gut. Gut, dann gehen wir mal dahin. Nee, da geht's nicht hin. Gehen wir mal da. Nee, eigentlich will ich da auch nicht hin. Dann gehen wir halt mal da drüben hin. Da drüben? Darüber. Da schaut's aus. Was ist denn das? Ah! Sehr lustig. Da. Das ist aber sehr schwer hier alles zu erkennen. Der Don des Müdes. Aufpassen. Schaut doch gut aus. Er hat schon mal gegen Schlammgrabben gekämpft. Sehr toll. Was der alles hat. Und jetzt? Donai? So weit, so gut. Sehr gut sogar. Dann gehen wir mal da entlang. Hey! Jetzt ist der mir. Zeigt mir, was ihr da habt. Ein Dädra-Herz habe ich da. Puff. Gold und. Ah. Ah. Alles gut. Alles klar. Hier, komm her. So, ich will aushalten und dir aber auch nicht. Soll ich doch mal auf schwer stellen. Dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. So weit, so gut. Das sieht doch jetzt aber schon sehr gut aus. Da drüben steht einer. Aufpassen. Tja, das war natürlich jetzt nichts. Was? Siegelschlüssel. Moment, was war denn das für ein Schild? Was war denn das für ein Schild? Okay. 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 Ah, da schau her. Butt und ich haben die Siegelsteinkammer erreicht. Nun müssen wir das Tor schließen. Okay. Huch. So weit, so gut. Na dann. Ich habe ihn. So weit, so gut. Bin ich gespannt. Hier kommt noch einer. Hallo? Hallo? Was ist denn das hier? Nichts. Okay. Kniet nieder, Flegel. Der Flegel. Mach
Kröte. Zeig ich dir gleich mal, wo es lang geht hier. Bleib einfach mal stehen. So, das war ja easy. Gewand der Ablenkung. Mhm. Okay, naja, das ist doch jetzt mal easy going gewesen. Gib mir das. Something's happening. Ah, okay. Wir müssen einmal zurücklaufen. Ich hatte jetzt schon das Schlimmste befürchtet. Okay, ich sollte fragen, ob ich noch weiterhelfen kann. Freilich. Warum kommt das jetzt einmal in Englisch? Hier kommt noch einer. Wer könnt ihr also nicht? Ey, Chef. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Nachdem ich nun weiß, was zu tun ist, sollten neue Tore in der Nähe von Bruma kein Problem mehr für mich und meine Männer sein. Du, das hätte ich dir ja sagen können, dass du da rein musst und irgendwas zusammenschnetzeln. Ihr habt es geschafft. Ich sollte auch nochmal mit dir... Ihr habt das Oblivion-Tor geschlossen. Wir glaubten schon, wir würden euch nie wiedersehen. Hm. Glaubt mir, das war alles andere als ein Spaziergang. Aber dank unseres Freundes hier weiß ich jetzt, dass wir diese Höllentore mich. Wir können Bruma verteidigen. Wie lautet... Danke also? Für eure Hilfe beim Schließen dieses Tors. Habt ihr je... Auch hier. Ich dachte, ich soll den jetzt nochmal fragen, ob er noch was anderes machen kann. Ach, ist er da hoch wieder? Okay. Na dann. Na dann. Gib mir das. Mein Herr. Stopp, bleib mal da. Gute Arbeit. Ja. Hauptmann Burt und seine Wachen sollten nun in der Lage sein, neue Tore zu bewältigen. Zumindest bis auf Weiteres. Aber die Bruma-Wache kann die Stadt nicht auf unbestimmte Zeit verteidigen. Die Daedra von Oblivion sind zahllos, die Wachen von Bruma nicht. Mhm. Wir müssen so viele Verbündete um uns scharen, wie wir können, bevor Bruma hoffnungslos belagert ist. Wenn die mythische Morgenröte es schafft, hier ein großes Tor zu öffnen, braucht die Stadt eine kampfstärkere Garnison, damit überhaupt noch Hoffnung auf eine Verteidigung besteht. Ihr solltet mit den Herrschern der anderen Städte von Cyrodiil reden und auch mit dem Ältestenrat. Bittet sie, Hilfe nach Bruma zu entsenden, bevor es zu spät ist. Alles klar. Martin hat während eurer Abwesenheit Fortschritte beim Studium des Mysteriums Xark. Okay, Hilfe für Bruma. Bruma kann die Horden aus Oblivion nicht alleine abwehren. Okay, das war mir jetzt irgendwie schon bekannt. Ihr solltet... Wie wähle ich denn hier jetzt eigentlich Quests aus? Aktive Mission. Achso, das ist die aktive. Und das sind alles laufende. Aha. Und was ist das? Abgeschlossene. Achso, okay. Also, Verbündete für Bruma. Ja, dann sobald machen wir das doch mal. Ich mit den Herrschern von Cyrodiil reden. Die Gefahr in der Bruma schwebt, wird mit jedem Tag. Mal ein wenig andere Städte angucken. Was? Wer bist du? Warum kam da gerade Fragezeichen irgendwo? Nee. Na, besser nicht. Oh Gott. Ah, da muss ich jetzt aber schon viele Leute ansprechen. Das ist mir jetzt ein wenig zu viel. Da gehen wir jetzt erst einmal da rein. Dann sprechen wir doch erst einmal mit dem. Ich habe einen weiteren Gegenstand enträtselt, der für das Ritual zum Öffnen des Portals zu Camorans Paradies benötigt wird. Mhm. Der zweite Gegenstand ist das Gegenstück zum ersten, das Blut eines Göttlichen. Dieses Rätsel erschien mir zunächst völlig unlösbar zu sein. Aber? Im Gegensatz zu den Daedra-Fürsten besitzen die Götter keine Artefakte
und manifestieren sich nicht körperlich in unserer Welt. Aber? Wie sollte man denn dann das Blut eines Gottes erlangen? Doch Geoffrey hat das Rätsel gelöst. Es handelt sich um das Blut von Tiber Septim selbst, der zu einem der Göttlichen geworden ist. Dies ist ein Geheimnis, das nur von den Klingen gehütet und von einem Großmeister an den nächsten weitergegeben wird. Geoffrey sollte es euch selbst sagen. Okay. Redet unbedingt mit Geoffrey. Hat der mich nicht gerade zu dir geschickt? Ich werde. Geoffrey? Wo weiß ich denn jetzt, wo der ist? Da irgendwo? Ach so, das ist, weil ich es nicht mag. So. Ach, verdammte Axt! Da hängt er rum, der alte Sack. Also komm her! Martin hat euch also aufgetragen, die Rüstung von Tiber Septim zurückzuholen? Ja. Ich wollte, es gäbe eine andere Möglichkeit. Nein. Die Rüstung ist im Schrein des Tiber Septim, in den Katakomben unter den Ruinen von Saint-Crétor, ein heiliger Ort, damals einmal. Aber Saint-Crétor hat sich schon vor langer Zeit dem Bösen zugewandt. Seit vielen Generationen ist niemand mehr lebend vom Schrein des Tiber Septim zurückgekehrt. Ja. Ich weiß es nicht. Die Katakomben von Saint-Crétor wurden die vier mächtigsten Klingen zu Tiber Septims Zeiten. Alain, dies ist der Schlüssel zur äußeren Tür von Saint-Crétor. Ich befürchte. Ja, Schlüssel mir erwischt. Eine uralte Reliquie des ersten Kaisers, der göttliche Talos wurde, der Schutzpatron. Ja. Nach der Schlacht von Saint-Crétor übergab Tiber Septim seine Rüstung an die Klingen. Als Zeichen, die Klingen errichteten einen Schrein in den Katakomben von Saint-Crétor. An der Stelle, seitdem ist die Rüstung dort. Bevor das Böse Besitz von Saint-Crétor ergriff, aber seit vielen Jahrhunderten ist niemand mehr... Okay, gut. Alles klar. Das ist jetzt wo? Da. Kann ich nicht hinreisen. Da muss ich hinlaufen. Ach, das ist jetzt aber blöd. Das ist jetzt aber in der Tat blöd. Jetzt gehe ich mal in die verfallene Mine. Ich will wissen, wo die ist. Da lasse ich mich mal hinporten. Dann kann ich mal gucken, was da gibt. Das war doch ganz am Anfang, wie ich den Kasper da abgeliefert habe. Wo ist denn hier jetzt eine verfallene Mine? Wo zur Hölle ist hier eine verfallene Mine? Wo? Außer, dass da jetzt schon wieder so ein Ding offen ist, worauf ich jetzt überhaupt keinen Bock habe. Unglaublich. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst.